Als dauerhaft geschlossen weist das Internet den Status des ehemaligen Filmpalast Gloria in Weißenfels aus. Bereits 1928 öffneten sich die Tore des heute denkmalgeschützten Gebäudes an Saale und der Eisenbahnstrecke. Gleichzeitig kann das imposante Gebäude im Stil des sogenannten Neuen Bauens als Tor zur Weißenfelser Neustadt bezeichnet werden. Filme flimmerten noch bis 1994 über die Leinwand. Danach ist die Geschichte des Gebäudes durch Diskothek und weitere Mieter unstet und das Gebäude in einem beklagenswerten Zustand. 2019 erfolgte dann eine Notsicherung und auch bürgerschaftliches Engagement unter der Leitung des ehemaligen Oberbürgermeisters Robby Risch sollten für geordnete Verhältnisse im Gebäude sorgen. Kino gibt es allerdings keines mehr in der Stadt. Dabei fordern es die Jugendlichen von der Initiative Jugend entscheidet wieder zu etablieren. Das Thema wollen die jungen Leute auch im Januar mit dem Stadtrat diskutieren. Sicherlich wird es aber wohl keine große Leinwand im Gloria mehr geben. Hier hat die Stadt andere Pläne. Fördergelder sind bereits eingeworben und bewilligt, ein Architektenwettbewerb europaweit ausgeschrieben und abgeschlossen. Höchste Zeit also, mit dem Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke, CDU, über den aktuellen Stand und die Zukunftspläne fürs Gloria zu sprechen. Wie geht's denn nun weiter mit dem Projekt Gloria? Wir haben den Stadtratsbeschluss, dass das Gloria entwickelt werden soll. Wir haben die Eigenmittel von 1,3 Millionen Euro festgesetzt vor 2 Jahren und wir haben den Architekturwettbewerb stattfinden lassen. Es gibt momentan 4 Architekturwettbewerbe in Sachsen-Anhalt und 2 davon finden in Weißenfels statt. Da sagt immer die Landesarchitektenkammer, es ist ja Wahnsinn, was in Weißenfels losgeht. Und es ist so, in Weißenfels geht wirklich was los. Wir haben den Architekturwettbewerb Gloria gemacht. Es war Bedingung aus dem Komitee Nationale Projekte des Deutschen Städtebaus. Das ist das Premiumprojekt des Bundes, wo das einzige Projekt in Sachsen-Anhalt in Weißenfels ist, nämlich das Gloria. Und wir die Fördermittel für die Leistungsphase 1 bis 3 bekommen haben, etwas über 1 Million Euro. Wie lief denn der Architektenwettbewerb ab? Der Architekturwettbewerb war davon geprägt, dass über 70 Büros aus Europa sich gemeldet haben, aus der Region, aber eben auch aus Norwegen oder aus Südtirol zum Beispiel. Aus dem Gremium der Preisrichter, wo Architekten drin sind, wurden 5 gesetzt aus den Büros und 10 gelost. Am Ende hat es einen Katalog gegeben, die Anforderungen, den Stadtratsbeschluss und das, was sozusagen umzusetzen ist in diesem Architekturwettbewerb. Und die Jury-Sitzung, die über einen Tag ging, ich war da live dabei und das war wirklich hitzig, aufregend und so weiter, da ging es richtig zur Sache. Eine isländische Architektin hat das Verfahren geführt, war höchst spannend, kam aus Stuttgart, eine Professorin, hat am Ende mit Ausschluss, mit Begutachtung, wir wussten ja gar nicht von den 15 Entwürfen, welches Architekturbüro dahinter steckt. Es waren versiegelte Briefe, die später aufgemacht werden mussten. Und daraufhin haben sich sozusagen die Entwürfe durch den Tag wie ein rotes Band wie bei Deutschland sucht den Superstar oder wo auch immer, einer harten Kritik aussetzen müssen. Es wirkt ein bisschen überkandidelt, gehört aber dazu. Aber es hat dazu geführt, dass wir die Entscheidung getroffen haben, die finanzielle Machbarkeit als auch die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses. Und da habe ich mich gestritten mit den Architekten dieser Jury, weil ich gesagt habe, was ihr wollt, das können wir uns nicht leisten. Und das passt hier auch nicht her. Sondern wir haben uns am Ende für ein Büro entschieden, beziehungsweise für einen Entwurf, nicht das Büro kommt, da komme ich gleich zu, für einen Entwurf, wo das Gloria solitär gestellt wird, das heißt, der Anbau wird abgerissen und es entstehen Grünflächen und die Umsetzung zum Beispiel des Kletterangebotes ist dort ganz hervorragend dargestellt. Und welches Büro ist denn nun der Sieger geworden? Gildehaus aus Weimar, also ein Büro, ich habe ja gesagt, wir haben ja viele Büros aus Europa gehabt, ist es ein Büro gewesen aus der Region, das kann man ja so sagen, die wir auch schon kennen. Gibt es ein Ziel für die Umsetzung?
Ziel ist es für Ende des Jahrzehnts, ich sage das jetzt mal ein bisschen pathetisch, bis Ende des Jahrzehnts auf jeden Fall das Gloria in der Sanierung bekommen. Und wer sich selbst einmal einen Eindruck über die eingereichten Entwürfe verschaffen möchte, der hat dazu ab 25. November im Rathaus der Stadt die Gelegenheit. Bis allerdings die ersten Besucher das neue Gloria besuchen können, steht noch jede Menge Arbeit an. Vor allem gibt es von Seiten der Verwaltung auch die notwendige Finanzierung, auch in Form von Fördermitteln, einzuwerben. Eins ist sicher, kann das Projekt, wie von den Siegerarchitekten vorgeschlagen, umgesetzt werden, wird es wohl ein weiterer Leuchtturm an der Saale.